herzlich willkommen zusammen zurück hier in Medieval Dynasty. Ich dachte mir, wir bauen heute wieder ein neues Gebäude und zwar ein Pferch für Schafe. Ja, wir haben ja hier quasi Pferdestall, wird es einfach in die Richtung da nach hinten weitergehen, dass wir da unsere Tiere halten. Und da brauchen wir jetzt als allererstes mal eine ordentliche Ladung Holz. Und zwar, ich glaube, 10 Baumstämme waren das. Das ist ein bisschen mehr. Lieber hat man mehr wie weniger. Tiere. Ein Pferch für Schafe. Können wir uns denn von hier anschauen? Da kommt die Türe hin. Ich wäre dafür, wenn wir den irgendwie so bauen. Und dann bekommen die Platz bis runter zum Wasser. Eventuell. Nee, kann man nicht. Ich dachte, man kann vielleicht durchlaufen, aber... Ah, da hinten ist ja ein Balken, genau. Gut, dann brauchen wir Stöcker sogar hierfür, okay. Da passt noch ein Holzstamm hin. Und sogar ein Rieddach hat er noch. Verwunderlich. Haben wir erst sehr, sehr spät freigeschalten. Und wir brauchen dennoch noch so altertümliche Materialien. Aber ist nicht so schlimm. Wie brauchen wir denn? Vielleicht noch 6 Stöcke ist die Frage. Ah, doch, habe ich ein paar. Und Stroh habe ich ultra 4. Vielleicht nehmen wir die Stöcke hier noch mit. Die sind zwar auch ganz nett als Deko, weil ja, das ganze Dorf will ich auch nicht vollstopfen mit Deko. Wenn zwischendrin noch so ein bisschen Pflanzen stehen, Bäume, Sticks etc. Oh, cool. Dann finde ich das ganz nett und macht das Ganze nicht ganz so eintönig. So, das Dach, das Dächchen hier oben. Doch, da kommt auch ein Stück Dach drauf. Ist nur hier. Hier haben wir komplett ohne Querbalken. Und direkt hier nebenan macht es einfach eine Luke, dass da eine gute Belüftung ist. Okay, verstehe. Machen wir schnell das Dach hier oben voll. Und den Teil. Und dann können wir uns demnächst ein paar Tiere anschaffen, denn Tiere sind grundsätzlich sehr, sehr dankbar. Also, man braucht einen Arbeiter, ja. Man braucht auch ein bisschen Tierfutter, also Nahrungsmittel. Aber das war's dann auch schon und die liefern dann einfach gut Geld, sage ich jetzt mal, durch die neuen Jungtiere, die dann jedes Mal neu geboren werden und dann nachkommen. Ich hoffe, doch 5 reichen. Haben wir hier noch? Komm, die nehme ich jetzt mal mit. In der Hoffnung, dass es jetzt voll reicht. Ich habe hier übrigens einen Zaun, den ich mal so als Dorfgrenze angedacht hatte. Nachdem man jetzt doch so viele Tiere haben kann, und wie ihr seht, ja, ich baue schon ein bisschen extrem tierfreundlich. Also wir bekommen viel Auslauf. Würde ich sagen, müssen wir wahrscheinlich das Dorf noch ein bisschen erweitern. Ob wir dann den Zaun jetzt hier ziehen oder da 30 Meter weiter hinten, ist ja völlig egal. Wir müssen dann zwar da oben das Stückchen quer, das ist ein bisschen mehr Fläche, was wir machen müssen, so als Zaun, aber das war es dann auch schon. Oh no. Kann zum Glück einen machen, sehr gut. Machen und dann haben wir nichts mehr.
So, Zweige, Zweige. Und da hübsch. Machen wir das schnell fertig. Dann können wir demnächst auch Schäfchen kaufen gehen. Ich würde vielleicht sagen, wir schauen direkt mal, ob wir ein bisschen Tierfutter haben auf Lager. Falls ja, dann könnten wir da direkt was reinpacken. Mache ich mir erstmal hier ein bisschen leichter. Ich habe noch Steine dabei. So, Tierfutter. Wo ist Tierfutter? In welcher Kategorie war Tierfutter? War das hier? Nee. Doch, da ist es doch. Weil dann kann ich nämlich quasi, wenn ich unterwegs bin, demnächst einfach mal ein paar Schäfchen mitnehmen. Und... Oh, die brauchen vielleicht sogar was anderes. Schauen wir mal. Doch. Es ist Tierfutter. Wird aus demselben Sach hergestellt, wird hier nur anders dargestellt. Okay. So wurde das also hier gelöst. Genau, weil dann kann ich quasi, wann ich will, die Tiere kaufen, kann sie direkt hier einstellen, dann haben die direkten Platz und den Mitarbeiter kann ich dann später zuweisen. So mein Gedanke dazu. Sehr schön. Haben wir wieder einiges geschafft hier. Und ja. Passt doch auch hier dazu. Den Zaun hier habe ich gesagt, kommt weg, genau. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, hier hatte ich ja vorgesehen, dass da auch noch ein Stall hinkommt. Schauen wir mal. Fällt mir gerade ein. Vielleicht können wir das mit der Weide auch so gestalten, dass ich quasi hier so, zack, einen Zaun mache. Dann hier runter. Dann machen wir hier so einen Gatter hin. Und hier hoch. Und dann können die quasi zusammen auf einer Fläche laufen, theoretisch. Sollte jetzt kein Thema sein. Wow, das wollte ich nicht rausholen. Da habe ich mich jetzt selber mit erschrocken. Ja, solange das relativ ähnliche Tiere sind, können die ja gut auf einer Fläche laufen und weiden. Die machen sich da gegenseitig ja nichts. So, ich dachte, Plastik sammeln schadet nie. Weil wir da schon welche rausgeholt haben. Oder halt welche. Ich bin ja lustig. Eine ordentliche Menge Sticks haben wir rausgeholt. Die sollten wir irgendwie wieder auffüllen. Ist das creepy. Da raschelt irgendwas. Dann drehst dich um, dann raschelt es übelst lang nach. Von dem, dass ich mich bewege. Beziehungsweise. Das ist hier ein Laub, was da liegt. Und dem liegt es. Ja, es ist halt so der Instinkt, wenn man überleben muss und dann denkt, oh, kommt da jetzt ein Tierchen, aber ich sehe nichts. Dann bin ich doch mal lieber ein bisschen vorsichtiger und richte mich auf Flucht ein.
Solange nichts kommt, ist gut, aber man hat keinen, nicht sieht und denkt, da kommt noch was, ist ein bisschen schwierig. So. Cool wäre vielleicht auch, wenn es irgendwann mal eine Person gibt, die hier automatisch durchs Dorf rennt und mir die ganzen Gebäude repariert, dass ich das nicht mehr selber machen muss. Aber mir würde das gefallen. Euch auch? Bestimmt, oder? Oh. Die war noch nicht so weit. Da hängt noch richtig schön leckeres Obst drauf. Herrlich. Sag mal. Ja, okay. Wir sind auch erst am ersten Tag. Ich hatte kurz schon die Befürchtung, dass die absolut nicht mehr nachkommen, aber... Ja. Verderben lassen wollen wir es ja nicht. Oder haben wir Lebensmittellager voll? Ne, habe ich doch erst nachgebaut vor kurzem. Lager? Nahrungsmittellager? Genau, habe ich 1500 noch frei an Kappa. Also alles gut. Nachdem ich aktuell eine extreme Überproduktion an Lebensmitteln habe, ist es tatsächlich auch so, dass ja, eine Menge an Lebensmitteln verdirbt und es dann zur Verfügung steht für Dünger und Dung. Das heißt, ich bräuchte auch weniger Schweinchen, aber ja. Ich weiß das, ich habe es mir zum einen ausgerechnet und zum anderen habe ich, ja, sehe ich es ja auch so im Lager, aber ein Füchschen ist hier. Kommst du denn nicht weiter, weil ich da noch meine Hölzchen liegen habe? Komm, ich mach dir mal einen Weg frei hier. Du musst nicht meinen Stamm da rumrollen. Jetzt hat er auch noch Angst und kommt nicht weg, der Arme. Ist der nicht süß? Genau. Wo war ich denn stehen geblieben? Ja, ist ein bisschen Überproduktion, aber ich lasse das jetzt so. Ich ändere das jetzt nicht großartig. Denn ich brauche ja mehr Bewohner. Will mehr Bewohner haben und dann wird es irgendwann eh wieder so sein, dass ich mehr Nahrung benötige und dann habe ich das direkt schon, muss ich dann nicht direkt wieder was aufbauen. Es liegt halt auch ein bisschen daran, dass ich jetzt ja, bessere, fähigere Leute habe, dass ich die Werkzeuge schon teilweise angefangen habe aufzuwerten. Es macht halt schon viel aus. Wahrscheinlich müssen wir in Richtung Lebensmittel das nie mehr groß erweitern. Meine Einschätzung. Ich kann da jetzt aber auch falsch liegen. Schauen wir mal. So. Schöner Tag hier heute. Alles läuft wunderbar. Bald sind wir bei der Mine. Können wir vielleicht gleich nochmal reinschauen. Technologie. 600. Ja, 560, 56 so die Ecke. Dann hätten wir das geschafft. Mit der Mine. Da freue ich mich schon drauf. So. Würde ich sagen, bringe ich das ganze Zeugs hier mal ins Lager rüber.
Und kümmere mich noch so um die ein oder andere Kleinigkeit. Ja, die Häuser hier sind kaputt, aber ihr wisst ja, wir bauen die um. Wir reparieren die jetzt nicht mehr. Da würde ich mich an der Stelle tatsächlich von euch auch schon wieder verabschieden. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Eltis. Ciao, ciao.